Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch ein paar Sachen über den neuen, über die neue Waffe erzählen und noch so ein paar Informationen, die es mit dem Update zu beachten gibt. Und wenn euch meine Videos gefallen und ihr morgen auch nicht das Update-Video direkt verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und ab jetzt kommen auch täglich jeden Morgen ein Shop-Video. Das könnt ihr gerne auch immer auschecken. Dafür lohnt es sich natürlich auch, das Abo zu drücken. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt eine Runde und dort sehen wir uns gleich wieder. Dann wird eine Runde Gauntlet Solo. Und wenn ihr dieses Event noch spielen wollt, dann habt ihr zu dem Aufnahmezeitpunkt noch 12 Stunden Zeit, also bis morgen um 5 Uhr. Und ja, wenn ihr das auf jeden Fall spielen wollt, könnt ihr das gerne machen, um da noch ein paar Punkte zu holen. Links ist auch ein Lama-Lul. Auf jeden Fall, wie der eine oder andere wahrscheinlich mitbekommen hat, war ja am Sonntag, also gestern, der St. Patrick's Day. Und da gibt es ja jetzt immer noch die Skins im Shop. Und wenn ihr die kaufen wollt, die wird es wahrscheinlich erst wieder im Jahr geben, so wie es eigentlich immer mit Event-Skins ist. Also der eine Sergeant Green Greenclay. Alter, da war ich gerade lost. Und dann noch dieser neue Reskin vom Überholer. Die wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr geben, genauso wie der wie die Pickaxe und der Rucksack. Das heißt, wenn euch diese Skins gefallen, dann solltet ihr sie auf jeden Fall kaufen. Und sonst gab es ja gestern noch den diesen Only grünen Waffenmodus. War eigentlich ein ganz interessanter Modus, weil alle im Prinzip die gleichen Waffen hatten und es so wirklich nur um Skill ging. Zusätzlich gibt es ja auch nur noch bis morgen, glaube ich, den Raubzugmodus. Das heißt, dort sollte man auch aufpassen, wenn man zum Beispiel noch die gratis Lama-Backpacks haben will, die auf jeden Fall ganz nice sind. Ja, 5 Siege sind easy in dem Modus. Oder generell, wenn man Siege farmen will, kann man das natürlich so oder so gerne spielen. Des Weiteren kommt ja morgen wahrscheinlich schon ein kleines Update. Also jetzt nicht mit extrem viel Loot und mit Neuigkeiten und so. Ist nur ein Inhaltsupdate zur 8.1 Update. Das heißt, wirklich viele Leaks und so etwas werden auf uns nicht warten. Zurzeit kreist ja auch noch der Helikopter rum. Der ist ja irgendwo da so oben gestartet, ist dann dazwischen gelandet und ist mittlerweile da. Das heißt, der wird wahrscheinlich mit dem Update auch weiterziehen. Und ja, mal gucken, was das so für eine Story noch auf sich hat. Ich denke mal, so ähnlich wie bei den hier bei den Food Trucks von Pizza Pit und Tomato Truck, die sind ja auch einmal um die ganze Karte gefahren und haben letztendlich die Niederlassung in Retail Row gefunden. So ähnlich wird es wahrscheinlich jetzt auch mit dem Helikopter sein. Bruder. Wenn Gegner lost sind. Ja gut. Auf jeden Fall kommt ja morgen als Hauptbestandteil des Updates der neue Revolver rein. Er sieht im Prinzip ein bisschen dicker aus als der alte Revolver, der zu Season 1 und so drin war. Wird deshalb wahrscheinlich mehr Schaden machen. Und im Text stand auch eine Zweitwaffe. Das heißt, es wird jetzt keine AR-mäßig sein. AR wäre eigentlich Drittwaffe. Oder ich hätte unter einer Drittwaffe verstanden, dass eine AR ist. Muss natürlich nicht sein, dass kann auch sein, dass die Zweitwaffe die AR ist. Hatte jeder seine andere Zweitwaffe.
Bei mir war es auf jeden Fall die AR, die Drittwaffe. Deshalb könnte man auch davon ausgehen, dass es im Prinzip so ähnlich wie eine Deagle sein wird. Frage ist auch, ob sie in den häufigen Farben sind oder in den seltenen Farben. Ich denke mal, es wird eher so grün, blau, lila sein. Also, grau könnte eventuell auch sein. Ich glaube nicht, dass es legendär und episch, also nur legendär und episch sein wird, weil es dort ja schon die Deagle gibt und Revolver hat eigentlich relativ viel Ähnlichkeit mit so einer Deagle. Das heißt, das kann man auf jeden Fall ausschließen. Ansonsten könnte eventuell ja vielleicht noch Spieldateien hinzukommen zum kommenden Live-Event beim Vulkan. Ja, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Ich denke mal, dass dieser Revolver relativ viel Schaden machen wird und eben halt jetzt nicht allzu schnell schießt, aber definitiv eine gute Waffe ist und auch vielleicht schnell rauszückbar ist. Das heißt, dass man immer Pump und dann das Revolver spielen kann. So. So. Der war definitiv nicht schlecht. Das kann man definitiv nicht verleugnen. Aber ich war besser. Da muss ich jetzt einfach mal wieder ganz groß los. Auf jeden Fall gibt es eigentlich nicht mehr Informationen bisher zum Revolver. Wie gesagt, als Zusammenfassung nochmal. Wahrscheinlich mehr Schaden als der alte Revolver. Eventuell genau gleiche Schussgeschwindigkeit, ähnlich wie die Deagle, so wie es eigentlich bei jedem Revolver ist. Ich denke mal, es wird wirklich ein starker Revolver sein, weil sie mittlerweile ein bisschen aus ihren Fehlern gelernt haben sollten. Und ich denke mal, er wird auch ordentlich Gebäudeschaden machen. Wäre auf jeden Fall super nice. Eine dicke Kugel sollte das ja auch machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.